Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über das lateinische Pronomen ipse, ipsa, ipsum. Dazu gehört natürlich die Deklination, aber auch die Verwendung des Pronomens. Die Deklination sieht ähnlich aus wie die Deklination von iste, ista, istut und ile, ila, ilut. Lediglich die Form im Nominativ Singular, im Neutrum, sieht anders aus, denn hier endet die Form auf einem m. Zur Deklination habe ich jetzt noch einige Tipps für dich. Häufig sehen nämlich die Formen im Maskulinum, Femininum und Neutrum genau gleich aus. So zum Beispiel im Genitiv Singular. Da heißt diese Form Ipsius. Und im Dativ Singular heißt diese Form Ipsi. Im Dativ und Ablativ Plural sehen die Formen alle gleich aus und heißen Ipsis. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist, dass wenn nach dem Stamm, also nach Ips, im Maskulinum ein U oder O folgt, dieses im Femininum durch ein A ersetzt wird. Ein Beispiel dafür wäre im Akkusativ Singular ipsum, das im Femininum ipsam heißt. Im Genitiv Plural heißt die Form im Maskulinum ipsorum und im Femininum dann ipsarum. Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, ist, dass die Formen im Neutrum, im Nominativ und Akkusativ ja immer gleich aussehen. Im Singular heißen diese Formen ipsum und im Plural heißen sie ipsa. Kommen wir nun zur Verwendung des Pronomens. Du kannst das Pronomen häufig mit selbst übersetzen oder in der Bedeutung von selbst benutzen. Oft kannst du es auch benutzen, um etwas abzugrenzen oder hervorzuheben. Ein Beispiel dafür wäre Atticus ipse. Das kannst du übersetzen mit Atticus selbst oder Atticus persönlich. Damit hebst du also Atticus hervor. Oder ein weiteres Beispiel wäre Hac ipsa epistula. Gerade dieser Brief. Hier kannst du ipsa also zum Beispiel mit gerade übersetzen, auch um diesen Brief von etwas abzugrenzen oder hervorzuheben. Du hast nun das Pronomen ipse, ipsa, ipsum kennengelernt. Beim weiteren Lernen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg.